Willkommen zurück zu Lost Ark in den Morai-Ruinen. Wir haben zwischendurch Amel verloren, haben hier schon den komischen, gottesgleichen, goldenen Klotz Ramos besiegt. Jetzt klettern wir mal hier hoch und mal schauen, was dann für nette Fallen wieder auf uns warten. Ich weiß nicht, ob wir uns nur beeilen müssen oder ob wir wieder sterben, so wie vorhin. Ich würde sagen, wir warten einfach mal, bis wir hier so lang laufen können. Okay. Dann warten wir hier mal kurz. Ja, wir haben zum Glück immer genug Zeit. So, das hat auch geklappt. Das ist doch schön. Gibt es hier irgendwo noch Mokokos? Überwinde das Gebiet, haben wir gemacht. Ich wollte ja mal gucken, ob es hier noch Mokokos gibt. Darf ich nicht. Okay, dann müssen wir hier lang. Oh, die wollen uns alle töten. Aber wir sind so gut. Das schaffen die einfach gar nicht. Ja. Hallo. Sollt mich kennenlernen. Mein Name ist Bruce. So. Ist hier noch Mokoko? Kein Mokoko. Keine geheime Falte? Doch. Oh, Ruinenexperte. Mann. 2 Sterne schon. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Da ist auf jeden Fall noch einer. So. Ist hier irgendwo noch was? Jo, weiter geht's. Ist schon echt cool gemacht. Das ist echt groß hier. Ziemlich nice. So, bitte alle mitkommen. Bitte alle mitkommen. Alle auf einen Fleck, bitteschön. Ja, so wollten wir das doch. Oh, 2 sogar noch. Du warst wohl zu weit weg. Hier noch irgendwas? Nicht, dass wir hier was vergessen, wenn wir schon hier sind, in dieser riesigen Ruine. Okay, dann hüpfen wir doch mal hier rüber. Können wir hier noch runter? Nee. Was ist das denn? Floß? Wie cool, fahren wir gleich mit dem Floß? Haben wir hier Wild Water Rafting? Yay, Dämon. Yay, getötet. Sehr gut. Getötet und kartografiert. Ist hier noch eine Tür? Ja. Springen. Wohin kommen wir denn? Ist das hier geheim schon wieder? Oh, 3 Sterne schon. Klettern, klettern. Den nehmen wir mit. Hier noch einen. Nee, scheinbar nicht. Aber hier sind noch ein paar Gegner. Ja, ich mag das. Ich mag das am liebsten, wenn alle auf einem Haufen stehen und wir sie alle auf einmal töten. Aber das klappt leider nicht immer. Oder es klappt manchmal ganz gut, aber dann kriegen wir auch immer vorher auf die Schnauze, weil ich die alle so ein bisschen kite erst, um sie zusammenzuziehen. Tot, alle tot, tot, tot. Hier noch irgendwo was? Nein? Nein? Hier hätte man aber vielleicht gesehen, dass dieser Dings da ist und dann hätte man vielleicht nochmal nachschauen können. Das ist ja ein cooles Floß.
Das ist so groß mit so einem richtigen Teppich drauf und so. Es wird scheinbar nicht so viel nass, sonst wäre der ja schon vergammelt. Der große Fellteppich hier. Teleportieren. Oder gibt es hier noch irgendwie einen anderen Weg? Hier irgendwo anders runter? Nee. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Okay, dann klettern wir mal hier hoch. Hi ihr. Klingt ein bisschen wie Affen. Sollen das Affen sein? Ja, war zu weit weg. Hab ich gesehen. So, gibt's hier noch irgendwas? Irgendwas? Nee? Schade. Schade. Ja, schieß auf mich. Das ist okay. Sogar One-Hit. One-Hit-Wonder. Ja, ich kümmere mich gleich um dich. Warte kurz. Um euch. Okay, ich kümmere mich gleich um euch. Ja, okay. So, kriegen wir hier eigentlich coole Sachen? Dies und dies. Die Ohrringe sehen auch cool aus, aber die sind nicht... Beherrschung, Flinkheit. Flinkheit ist mir, glaube ich, lieber. So. Gibt es hier jetzt einen anderen Weg, wo wir die getötet haben? Nee, ne? Na klar, dann wir doch hier fix nochmal hoch. So. Häschen ist auch mit dabei. Hier kommt alle her. Alle, kommt alle her. Ja. Wir haben Platz für alle. Bei uns werden alle gleich behandelt. Wir können mal den Weg lang gehen, wie cool, sonst geht das immer nicht. Überall, wo die herkamen, konnten wir sonst nicht hinterher. Mokoko. Noch mehr Mokoko. Können wir hier nach unten noch? Nee. Aber da ging es lang. Können wir hier noch rein? Das ist doch voll der Riesendurchgang. Das sehe ich doch, da passe ich doch durch. Okay, ich darf nicht. Ich merke schon. Naja, gut, dann klettern wir hier hoch. Was jetzt? Oh. Oberflächenbewohner sind hier. Findet sie. Ist sie die Quelle allen Übels hier? Ich rieche sie. So. Findet sie! Ich bin schon da. Ja, ich habe euch gefunden. Okay. Aber ich muss ja mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwo Mokoko finde, weil das ist mir nämlich wichtiger als ihr. Können wir euch mal ein bisschen gestaffelter kriegen hier bitte? So, das ging schnell. War gar nicht so schwer. Brustschutz ziehen wir an, Hose ziehen wir an. Was? Die ist ja grau und ist besser. Ja, ist echt besser. Strange. Naja, gut. Dann ziehen wir sowas an. So, ich will aber noch ein paar Mokokos finden. Oder Geheimgänge oder beides. Ich muss erst überall gucken hier, bevor wir da hochklettern können.
Ja, okay, das reicht. Dann können wir hier weiterklettern. Nehmen wir links oder rechts? Links oder rechts, links oder rechts? Nehmen wir eine Mu. Nehmen wir rechts. Macht wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Nach oben kommen wir an beiden, wie es aussieht. Wo ist eigentlich Amel, unser Freund? Oh, ihr seid ein paar mehr. Was hat dieses Klimpern? Hallo, hallo, hallo. Okay. Ist hier noch irgendwas Cooles? Können wir hier irgendwo lang? Nee. Sind wir hier irgendwo unten noch? Wo Kokos, wo wir dann doch noch hinkommen? Nein, scheinbar nicht. Okay, dann auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Dann hier wohl lang. Flupsch. Ist hier noch irgendwo lang? Hier noch irgendwo lang? Nö, 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 leider nicht. Leider nicht. Dann hier rüber hüpfen. Ist hier runter irgendwo? Auch nicht. Dann mal hier lang. Ja, 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 ja. Okay, die Tür geht von alleine auf. Das ist ja schön, aber wir wollen trotzdem noch mal kurz gucken, dass wir hier irgendwo Mokokos verpassen. Tun wir bestimmt trotzdem, aber naja. So habe ich wenigstens das Gefühl, ich hätte überall geguckt. Besiege Thanatos. Oh, die sehen aus wie aus Gold. Was ist denn wohl Thanatos? Okay, zurück dürfen wir nicht. Da kommt bitte einmal alle mit. Was war jetzt? Ist sie jetzt böse? Die hat doch schon irgendwas geworfen, oder? Das ist ja ein hübsches Tier. Ich dachte irgendwie, es ist eine Frau, aber sieht nicht so richtig feminin aus. Auf jeden Fall ist sie jetzt auch mit dabei. Und sie ist, glaube ich, nicht begeistert, dass wir hier sind. Sieht aber echt cool aus. Also diese ganzen Explosionen und sowas, das haben sie schon echt schick gemacht. Ich war das nicht, ich bin nur hergekommen. Was ist das denn alles? Wo bist du denn? Dann kümmern wir uns doch direkt mal um dich. Wo sind wir denn wieder? Ich wollte rauslaufen, es ging nicht. Du bist schon tot? Oder wer teleportiert? Was ist das hier oben überhaupt? Sehe ich jetzt erst. War das eben schon da? Ach, Amel, altes Haus. Schön, dass du da bist. Hab schon auf dich gewartet. Was hat er denn in deiner Hand? Der Dämon ist in Dunkelheit gehüllt. Dann befreien wir müssen ihn. Die Dunkelheit mit Licht durchdringen. Ein wenig mehr. Fast geschafft.
Eins ist hier oben durchgestrichen. Oh, einmal in der Luft geflogen. Oder ist er mutiert? Sollen wir ihn jetzt noch zweimal besiegen? Ist das richtig? Armselig? Du bist armselig. Oh ja, das war mein Fail. Hallo. Aber du bist auch gleich tot. So. Zweites Mal? Was ist das? Jetzt. Reflektiere Licht auf Thanatos, indem du den Goldspiegel an einem sonnigen Fleck benutzt. Zerstöre seine dunkle Energie. Okay, cool. Muss ich das gedrückt halten? Ich halte einfach mal gedrückt, vorsichtshalber. Sieht aber so aus, als würde ich das richtig machen. Nochmal? Ja, nee, hat nicht funktioniert. Okay, zwei durchgestrichen, einer noch zu go. Zu go. Dich zu besiegen, was denn sonst? So, wo ist es jetzt? Da, müssen wir wieder aufheben. Wieder dahin. Und wieder ihn anleuchten. Das machen wir. Oh, upsie. Ich wollte euch gerade mit der Maus zeigen, wo es hier oben schon weniger wird. Aber er hat genau tatsächlich meine Maus hier als Visier genommen. Oh, ist jetzt alles schön und lichtdurchflutet. Können wir auch laufen? Der erste Schlüssel zur Arche. Das Siegel des Schwertes. Es war die ganze Zeit hier. Ja, der Gerlutschin habe ich dir gerne mitbesorgt. Kein Problem. Ist mir eine Freude gewesen. Mal ganz kurz gucken, ob ich hier wirklich nichts vergesse. Ist so ein großer Raum hier. Da liegt es ja nahe, dass es hier irgendwo doch noch was gibt. Was wir finden können. Könnten, vielleicht. Ja, ich komme sofort. Ich gucke mir das gleich an. Nur einmal hier einmal rübergelaufen sein, hier überall geguckt haben. Okay, gucken wir da unten mal noch. In diese Ecke waren wir schon. Wie sieht's aus? Können wir hier noch nicht runter, ne? Nee. Okay. Ganz kurz hier vorne rum und dann kommen wir zur Mitte. Zur Mitte, zur, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, okay. Schade, schade. Dann gucken wir doch mal hier bei Amel. Hi Amel, ich nehme das mit, ne? Oh. Gut gemacht. Aber nun übernehme ich das Siegel. Achtung! Unser Freund. Den eigenen Körper als Schild nutzen, töricht. Nicht schlecht für einen Halbdämon. Aber weiter als das wirst du nicht kommen. Das Siegel des Schwertes. Ein letztes Mal. Du gibst vor, ein Mensch zu sein. Aber das ist ein wahres Ich. Das Siegel ist mein.
Und sehr cool. Jetzt sind beide weg und wir haben das Siegel. Bitte. Ich nehme das mal, ne? Wenigstens ist es nicht dem Bösen in die Hände gefallen. Ich öffne die wunderschöne magische Truhe. Wo steckt Amel? Das ist eine gute Frage. So, haben wir hier irgendwas Gutes? Was ist das? Salzbaumfrucht. Alles aufgeschrieben. Das auch. Können wir gerade nochmal hier schnell zerlegen. Zerlegen. Ja, hier hatte ich mich für die Flinkheit entschieden. So, zerlegen wir das gerade mal noch, nehmen wir alles mit. Oh, 90 haben wir. Ich dachte, das hier ist das gleiche. Na, doch ist das gleiche. Okay, ja, sprich mit Donner. Ich würde sagen, wir müssen erstmal hier raus, aber ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwas finden. Jetzt, wo wir hier auch lang gehen können. Ansonsten müssen wir vielleicht einfach uns raus teleportieren mit unserem Tanz hier, mit diesem Gesingsang. Lied der Flucht oder wie sich das nannte. Also es sieht schon echt cool aus hier, ne? Kann man nicht anders sagen. Okay. Ja, ich würde sagen, dann soll es das erstmal gewesen sein für diese Folge. Wir haben was ziemlich Cooles gesehen. Ich würde sagen, wir teleportieren uns hier raus und wir sehen uns, wenn ihr mögt, gerne in der nächsten Folge sah. Also lasst gerne ein Abo, ein Like da, kommentiert. Ich freue mich über alles. Also danke euch und dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.